eine handyfreie Zeit. Und auf Menschen, wo ich jetzt noch nicht weiß, wie das funktionieren wird, aber ich hoffe auf das Beste. Ja, zum Thema Seelen musst du jemanden treffen, bei dem musst du dich sehr gut verstehen. Mit welchem denn? Hast du jetzt schon eine Vermutung? Ja, habe ich jetzt schon eine Vermutung. Ist das jemand wirklich untersteht werden, oder? Doch, der hat auch viel mit Seelen zu tun. Ah, okay. Wir haben noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Big Brother steckt voller Überraschung. Zum Beispiel wissen unsere Bewohner teilweise noch gar nicht, wer als erstes eingezogen ist. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch noch gar nicht. Nein. Und wir haben noch eine kleine Überraschung, weil du hast nämlich etwas im Ohr sozusagen. Big Brother sitzt hier im Ohr. Du hast nämlich einen kleinen In-Ear-Monitor. Wir zeigen das mal ganz kurz, wenn du das mal kurz zeigen kannst. Hier gibt es nämlich... Ja, dein Ohr ist sehr sauber. Wenn man mal sehen kann, ein kleines Ohr. Und über dieses Ohr können wir direkt mit dir sprechen. Du wirst Aufgaben bekommen, die, von denen die anderen natürlich nichts mitbekommen würden. Und du musst diese Aufgaben durchführen. Das ist so ein bisschen wie Schillerstraße, nur mit echten, lebenden Menschen. Da freue ich mich drauf. Jo, Schillerstraße kommt auch bei mir, ne? Das im Ohr bekommen, aber ich wusste jetzt nicht, was ich genau damit anstellen muss. Der wird sich so lange fernsteuern und ich würde sagen, es ist vorbei, ich muss Sachen aufmachen, der Linie. Das ist schön. Wie gesagt, wir haben nicht Schuld. Wir haben keine Schuld. Das entscheiden teilweise ja auch unsere Zuschauer und die wollen ja nur das Beste für euch und natürlich auch für uns. Und wenn du es nicht machst, gibt es natürlich für dich eine riesengroße Strafe und deswegen würde ich mir überlegen, ob du die Aufgaben löst oder... Die Strafe wird sagen, du musst mit allen No Angels wieder auftreten. Ja. Nein. Nein. Oh nein! So schlimm ist es nicht. Nein, das wäre toll. Die Blonde dazwischen.